Ein Grazer Unternehmer hat ein Buch über den legendären Schauspieler, Comedian und Regisseur Charlie Chaplin geschrieben. Das Hörbuch hat niemand geringerer als der deutsche Schauspieler und Kabarettist Dieter Didi Hallervorden eingesprochen. Er war jetzt auch zu Gast bei der Buchpräsentation in Graz. Heuer im Frühling jährte sich der Geburtstag von Charlie Chaplin zum 125. Mal. Einer seiner größten Fans ist ein Grazer Finanzunternehmer. 15 Jahre lang hat er das Leben des ersten Weltstars der Geschichte studiert. Ich habe gemerkt, es gibt weit über 1200 Bücher über ihn. Aber kein einziges Buch, das sich mit seinem Mindset und seinen Erfolgsgeheimnissen beschäftigt hat. Und mein Buch schließt jetzt nach über 100 Jahren diese Lücke. Erfolgsgeheimnisse einer Legende, so heißt das 220 Seiten umfassende Werk. Für die Hörbuchversion konnte der Autor ebenfalls eine Legende gewinnen. Niemand geringerer als Dieter Hallervorden lieh dem Buch seine Stimme. Er hat nie vergessen, wo seine Wurzeln sind. Er hat aus dem, was er in seiner Kindheit erleiden musste, fabelhafte Filme gemacht, die bestimmt nicht so einfühlsam gestaltet worden wären, wenn er nicht vorher diese Bürde zu tragen gehabt hätte. Überhaupt spielen die Kinder- und Jugendjahre von Chaplin eine große Rolle in dem Buch. Sie besaßen gemeinsam ein paar Schuhe, die Charlie, Sidney und ihre Mutter abwechselnd tragen mussten. In der Dachkammer gab es kein Wasser. Sie mussten sich in einem alten Zuber in einem nahegelegenen Stall waschen. Was aber ist nun das Erfolgsgeheimnis der Legende Charlie Chaplin? Chaplin wurde zum ersten Weltstar der Geschichte, weil er eben ohne Sprachbarrieren weltweit die Menschen begeistern konnte. Hallervorden hat den deutschsprachigen Raum begeistert und genau wie Chaplin gezeigt, dass er Menschen nicht nur zum Lachen, sondern auch zu Tränen rühren kann mit seinen letzten Filmen. Und deswegen ist für mich Hallervorden genauso eine Inspiration und Chaplin finde ich persönlich sehr, sehr ähnlich in dem, wie er arbeitet. Es ist sozusagen der liebe Gott unter den Schauspielern. Das Buch ist ab Mitte Oktober im Handel erhältlich.